Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es haben sich einige gewünscht, dass ich vom alten Videos anschauen noch einen Teil 2 mache. Und wie ihr seht, ich habe noch Videos. Also kommt vielleicht auch Teil 3, 4, weiß auch nicht, wie viel wir heute schaffen. Aber danke, dass es so gut bei euch angekommen ist. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, die anzusehen. Und erstmal sorry für meine Stimme, aber ich bin erkältet. und egal, ich mache das jetzt trotzdem. Ich habe mal hier sortieren nach Datum. Und wie ihr seht, ich bin beim letzten Video auch nach Datum gegangen, weil ich glaube, diese zwei haben wir schon angeguckt. Ich hoffe, weil jetzt kommt dieses Video. Das ist... Oh Mann, das sieht man gar nicht... Wie sieht man denn hier das Datum? Oh, ich will das Datum sehen. Ich hab's herausgefunden. Es ist vom 1.4.2015 um 23.28 Uhr nachts. Wir gucken uns das mal an. Ich glaube, das war die Hochzeit von Mel und noch jemandem. Da war ich bei den Jupiter Werewolves. Ah, von Lulu und Melly. Ja. Fast, ne? Und ich habe es hingekriegt, dass ich jetzt den Ton höre. Also können wir das zusammen anhören und ansehen. Yeah. Mir ist trotzdem noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar, ich habe die Musik gehört, aber ihr hört sie jetzt einfach nicht mehr an den originalen Stellen. Aber ich spiele die Musik ein. Also die originale Musik des Videos hört ihr einfach ohne Cuts. Das nächste Video wird besser und da wird das Problem behoben. Tut mir leid, ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Jetzt geht's aber weiter. Alle warten auf die Braut. Ja, wisst ihr noch, habt ihr das auch gehabt, eine Hochzeit in Star Stable? Das war früher voll das Ding. Wenn du geheiratet hast, dann hast du es geschafft in Star Stable. Endlich ist da, mein Baby Ada ist die Priesterin. Ja, das ist die da hinten, die da so einen krassen Text da geschrieben hat hier. Ruhe, es hat begonnen. Oh mein Gott, wie ernst man das genommen hat. Ups, sorry. Und ich wieder mal die Kamera nicht am Stillhalten. Ich war da Level 11. Krass. Ja, ich will. Oh Gott. Macht man das heute noch? Ich weiß das nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Jetzt sind alle am Ausrasten. Yay! Das ist schon süß. Oh, natürlich Slow Motion. Ich glaube, da war ich voll stolz auf mich, weil es so cool aussah. Wollen wir feiern? Alter, ich denke immer nur ans Feiern. Aber ja, gut. Während das frisch verheiratete Paar einen Ausritt macht. Warte, haben wir da das Herz gemacht für die? Oh ja, wir haben... Oh mein Gott, Leute, das müsst ihr wissen. Wir haben das so geübt. Wir haben... Das seht ihr, das ist schwarz-weiß, was in der Vergangenheit war. Bearbeitungsskills on fleek. Und da haben wir geübt, ein Herz zu machen. Und da hat, glaube ich, Lulu die Melly überrascht. Glaube ich. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Boah, das ist echt voll cool geworden. Das sieht so cool aus. Ja, ist es auch. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch besonders Lulu und Melly gefallen. Über ein Feedback oder einen Daumen hoch würde mich freuen. LGTM7. Fast nicht nachgekommen. Aber mega süß. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die 4 Minuten vergangen sind. Aber ist echt mega süß. Und ja, krass, ey. Die gute alte Zeit. Das nächste ist Eiersuche mit Mel. Mal gucken, was das wohl sein könnte. Melanie Mighty Paw, genau. Hi Mel, wenn du das siehst. Weißt du noch? Ich glaube, dazu haben wir geskypt. Aber ich war doch noch nicht dazu fähig, Ton aufzunehmen. Als ganz, ganz großer Anfänger. Falls ihr nicht checkt, welche Eiersuche das ist an Ostern, das seht ihr vielleicht an den Outfit. Genau, da haben wir die Ostereier gesucht, diese goldenen. Viel passiert da nicht mehr. Ich sage einfach, wo sich die Eier befinden. Und reite ein bisschen gestört rum. Das war so toll, mit dir zu leveln, hab dich lieb. Oh, süß. Also meine Schlussfolgerungen sind immer sehr süß. Gut, das war's. War jetzt nicht sehr interessant.
Als nächstes haben wir einen Osterausritt mit den Wölfchen. Wahrscheinlich wieder mit den Güterwerwölfen. Zum 12.04.2015. Ja, es hat da alles mit Ausritten angefangen. Ich kann es nicht genug sagen. Ich habe halt das mit Movie Maker bearbeitet. Ich habe ja Magic Videos Deluxe und das kostet. Und dort habe ich noch Movie Maker gehabt und da konnte ich halt das Wasserzeichen nicht wegnehmen. Das ist schon so lange her. So krass. Oder besser gesagt, die Osterhasenwölfe sind los. Wieder die guten alten Witze. So gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War schön mit euch, Wölfchen. Hab euch lieb. Oh. Immer am Schluss. Oh. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. So